Hallo zusammen. Ja, hallo zusammen. Heute lernen wir die Qigong-Form Yi Jing Jing. Das heißt so viel wie Muskel-Sehnen-Transformation. Oder die Amerikaner sagen Tandem Muscle Change. Ja? Das ist eine Shaolin-Form, eigentlich die wichtigste Form. Und die Shaolin-Mönche haben es immer eigentlich nach dem Training und vor der Meditation und nach der Meditation. Ja, das sind 12 Abfolgen im Grunde. Das ganze Meridiansystem wird gestärkt. Und dazu zeige ich euch noch die Grundform, die man morgens am besten macht. Den fange ich jetzt an. Wir stellen uns hin, ungefähr schulterbreit, hüftbreit. Wir öffnen unsere Laogong-Punkte. Ja. Schön warm reiben. Das ist wichtig. So. Sind sie geöffnet? Vielleicht spürt ihr so eine kleine Energie. Ja, einen kleinen Energieball mit der Zeit. Wenn ihr versucht, ihr nehmt zum Beispiel einen Finger und ihr fangt an, einfach näher zu kommen und wegzugehen. Ja, wie als würden wir so eine kleine Spirale. Dann spürt ihr das. Ja, also könnt ihr auch die Energie oder ihr umgreift die Finger sozusagen. Ja, dann spürt ihr so eine leichte Energie. Könnt ihr auch mit anderen Fingern machen. Könnt ihr immer wieder das üben. Ja, das wird sich immer mit der Zeit verstärken. Mit der Zeit kann man so einen Ball in die Ball herstellen. Und eigentlich dann später durch den ganzen Körper. Das ist eigentlich wirklich diese Idee von diesem Qigong. Heißt auch Eisenhemd. Qigong zum Beispiel, ja, dass man im Prinzip die Muskulatur so stärkt, dass man ein Superman wird. So, wir fangen an. Die Hände hängen ganz normal. Und wir atmen ein. Wir atmen aus. Knie bleiben gerade. Wir atmen ein. Ziehen die Energie nach oben, ungefähr Kopfhöhe und aus. Sinken dann von der Seite sieht es so aus. Und ein. Gerade vor. Und aus. Und ein. Und aus. Diese Form machen wir 10 Mal. Bleibt ein bisschen diagonal. Und ein. Handfläche zum Boden und aus, als würden wir Wasser schöpfen, atmen ein und atmen aus. Angekommen, greifen wir mit den Handflächen nach über oben, wir atmen ein und die Energie geht durch unser Scheitelpunkt und aus zum Bauchnabel, zum unteren Dantien, oberes Dantien, mittleres Dantien, Herz, also oberes Dantien drittes Auge, mittleres Dantien, Herz und unteres Dantien, Bauchnabel, ein Stückchen unterhalb des Bauchnabels. Und auch hier, mal machen. Ein. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Und aus. Die Vorstellung geht immer mit, als würden wir irgendwo im Universum sein und wir greifen diese Energie des ganzen Universums in uns hinein. Wenn wir hier fertig angekommen sind, Bauchnabelhöhe, ja, die Arme auf ungefähr,
Und wir atmen ein, gehen dabei auf die halbe Spitze und aus. Sozusagen die Sterne nehmen wir jetzt. Die Energie der Sterne in uns hinein. Und ein und aus. Auch 9 bis 10 Mal. Spielt da manchmal keine Rolle, wie oft ihr das macht. Und macht es spiegelverkehrt für euch. Meistens sind es ja Damen, die das wahrscheinlich üben. Aber, also der Herr, also so einen Abschluss machen, einen kurzen Abschluss von dieser Übung. Der Herr links, dann rechts. Zuerst die linke Hand und die rechte Hand. Die Dame umgekehrt. Zuerst die rechte Hand, dann die linke Hand. Und die Augen schließen und die Konzentration geht zum Bauchnabel. Schütte ich da ein weißes Licht vor, eine Energiekugel. Verbleibe circa zwei Minuten, wie es sich wohlfühlt. Dann sitzen wir so wie auf so einem Barhocker, das Becken ein bisschen vor uns, ein bisschen vorschieben, Wirbelsäule gerade, ein bisschen vorne der Oberkörper. Ich würde mich hier eine Zitrone halten und rauspressen. Genau, da bleiben wir 1 bis 2 Minuten, dann könnt ihr immer wieder das Video stoppen. Weiter. Okay, das sind die Übungen, am besten jeden Morgen machen. Jeden Morgen, Morgengymnastik, das irgendwie einbauen. Habt ihr genug Energie für den Tag. So, als nächstes machen wir die Yi Jin Jin Form, also die Muskel-Sehnen-Transformation. Heißt das? Und wir starten. Wie fast jede Form anfängt, wir atmen ein, öffnen Brustkorb und schieben nach vorne, ausatmen. Wirklich kräftig schieben. Das ist ein bisschen das Fasziengewebe, was wir da schieben, wegdrücken. Ein, könnt ihr dreimal machen. Einatmen zur Seite. Nur die Ellbogen ganz durchstrecken, immer leicht gebeugt lassen. Ein. Aus. Schieben. Ein. Aus. Denkt jetzt daran, dass die Zungenspitze am Gaumen bleibt. Ja, oben am harten Gaumen, ungefähr oberhalb von den Schneidezähnen. So ein Punkt. Da bleibt die Zunge. Ein- und ausatmen durch die Nase. Und einatmen. Und nach oben. Drücken. Und mal. Und wir atmen ein, die Handflächen zu uns und aus. Okay, zweite Form. Ich mache das spiegelverkehrt, wir starten zuerst mit rechts, beziehungsweise ich drehe mich dann immer wieder mal, ja, zu euch, das ist vielleicht besser. Geh nicht. Wir haben den Handrücken an den Nieren, an der rechten Niere besser gesagt. Und der Arm hier ist frei, der rechte. Spiegel ist. Das ist die rechte Hand. Euch. Und wir atmen ein. Gehen am Wasser vorbei. Wieder zurück. Aus. Und schieben nach oben.
oben und Handrücken. Und da bleibt. Und einatmen. Wir drehen den Mond. Also das ist die Sonne. Am wichtigsten ist der Halt im Boden. Der ganze Meridianstrang, der Hauptmeridian, wird hier gedehnt. Und ein und aus. Ganz wichtig ist, das langsam und fließend zu machen. Das war sogar fast schon zu schnell, was ich dort gezeigt habe. Noch langsamer. Ich mache es mit der anderen Seite wirklich noch langsamer. Wir wechseln die Arme. Wir gehen am Wasser vorbei. Vorbei. Wir sind 8. Schieben nach oben. Nicht stehen bleiben, sondern immer ein Stückchen weiter. Schieben, 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 schieben. Und ein. Und wechseln. Und vorbei. Jede Seite am besten dreimal. Ihr könnt jetzt ein bisschen nochmal zurückspringen oder stoppen. Machen weiter. In der nächsten Form. Wir starten mit links diesmal. Also Spiegelverkehr zeige ich es euch. Nach rechts, wir ziehen dran. Wir kreuzen die Arme. Und machen so ähnlich wie wie der Krieger 2 im Yoga, ein Ausfallschritt, die Arme vorbei. Die Handflächen zeigen nach oben, Handrücken zum Boden, ungefähr so eine Pose ist es. Und wir greifen kräftig, schließen wir die Faust, Faust schließen, und wir verschieben. Der rechte Arm hier wieder an den Nieren. Der linke zieht, als würden wir etwas ziehen, ganz stark, zum Gummiband. Wir gehen mit dem Gewicht auf das rechte Bein. Vorsicht mit dem Knie, nicht nach außen drehen. Ein und aus. Wir wechseln wieder. Und dreimal diese. Und ein, greifen kräftig, Faust ganz stark, komplett rotieren. Wir begleiten die Faust mit dem Blick. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Und schließen aus. Alles zur anderen Seite. Rechte Seite. Ein. Und aus. Und ein. Kräftig, ganz viel Spannung, Körper. Das. Dabei muss man schwitzen. Ja? Tatsächlich, das führt schon zum Schwitzen, diese Übungen. Und ein. Und wenn man so warm angezogen ist wie ich gerade mit diesem Wollmantel. Und ein. Und aus. Und denkt immer an etwas Schönes. Stell dich vor, ihr seid sonniger Tag, ihr seid irgendwie in der am besten ist natürlich draußen das zu machen. Frische Luft, die Sonne scheint, es geht euch gut. Das ist immer die Vorstellung. Ja, Qigong ist ganz wichtig, diese Vorstellung, es geht einem wirklich gut, man ist zufrieden, man hat alles. Das Leben ist schön, das ist wichtig dabei, wirklich diese Vorstellung immer beizubehalten. Nicht vergessen, die Zungenspitze am Gaumen, das war die zweite Form, beziehungsweise die fünfte Form, der Anfang, diese Formen sind auch schon 1, 2 und 3, diese Form, die ihr am Anfang habt. Dann kommt diese Form, das ist die vierte, diese Form.
Form oben. Das wäre jetzt die fünfte Form. Und sehen. So, nächste Form. Nächste Übung. Ich gehe wieder ein bisschen diagonal. Wir. Jetzt würden wir etwas ausschwingen. Zurück. Und einatmen. Ganz entspannt die Handflächen, die Finger einfach hängen lassen, entspannt hängen lassen und wir schwingen ein über den Kopf, greifen wir hinten und machen Tigerkrallen. Beugen und kräftig nach vorne schieben und dann ausatmen. Der Blick verfolgt die Arme, schauen zwischen den Armen vorbei. Ja, wir schauen nach vorne. Schön kräftig, alles ist angespannt. Dehnen, schön nach vorne schieben. Nicht ganz durchstecken, aber mit Kraft nach vorne schieben. Aus den Faszien, aus den Sehnen heraus. Und wir atmen ein. Gebetsposition. Kommen nach oben. Und lösen. Lösen auf. Handflächen nach oben. Das könnt ihr auch dreimal machen, diese Form. Und machen wir nochmal. Und ein. Und raus. Ein. Kräftige Finger. Tigerkrallen und auch die Vorstellung. Tiger, also die Energie, die ganze Kraft. Und aus. Und ein. Und aus. So, sehr gut. Form. Immer wieder könnt ihr zwischendurch diese Bewegung machen. Ja? Wir atmen ein, die Energiekugel kommt vom unteren Bandchen über das Herz, gerne bis zum Kopf, bis zum dritten Auge und wieder runter. Ja? Wir leiten diese Energie durch den Körper, am Rücken vorbei. Könnt ihr immer zwischendurch machen. Form. Wir gehen etwas nach außen, drehen ein bisschen auf, Teller fallen zum Boden, wir kreuzen die Arme, wir gehen tief, das sind unsere Teller, und die schmeißen wir jetzt zum Boden. Dann wieder hoch und tief. Und wieder hoch. Und tief. Das könnt ihr 9-mal machen. Und ein. Ihr könnt es aber auch auf der Fläche machen, auf der Sohle. Aus. Und ein. Und aus. Und einatmen. Wieder schließen die Arme, durch den Scheitel geht die Energie wieder hinein. Nächste Form. Arm am Körper, Faust, Ellbogen sind fest nach hinten gerichtet. Schultern runter, nicht mehr lang. Und wir atmen. Wir starten wieder mit links, dementsprechend macht es völlig spiegelverkehrt. Und jetzt würden wir irgendwo durchklettern. Die Handfläche zeigt schön zur Seite, schön stark zur Seite. Und wir wenden die Hand. Und wieder kommt diese Tigerfaust, Tigerkralle. Und wir gehen hier kräftig. Ja, kräftig hier vorbei. Und begleiten.
Mit dem Blick, nicht mit dem Kopf, sondern nur mit den Augen. Und ein. Jetzt kommt der Blick mit. Wichtig ist, dass wir hier parallel bleiben. Und weit über vorne einatmen und wieder hochziehen. Ihr seid. Wir atmen ein, vorbei, hier halten, einatmen, drehen, ausatmen, kräftig vorbei, aber langsam. Der Blick zum Händen, zum Handrücken, zur Kralle. Und der Blick weiter zum Boden und weiter nach vorne. Und auflösen. Entspannen. Sehr gut. Nächste Form. Wieder mit links fangen wir an, das heißt, wir starten mit der anderen Seite. Wir denken, wir atmen ein. Greifen hinten dran. Und so stehen wir jetzt da. Und der Ellenbogen kommt hier zum Knie. Und kurz rum. Und einatmen dabei und aus. Dreimal. Ein. Und aus. Schön langsam alles. Ein. Und ja, wir sind Headset hier, im Ohr und ein. Und aus. Und ein. Und aus. Einatmen und ausatmen. Hier bietet sich an, nochmal diese Form hier durchzugehen. Entspannen. Vielleicht noch dazu zu sagen, es ist keine Entspannungsform, eigentlich dieses Yi Jing Jing. Es ist schon entspannt zum einen, aber man sollte tatsächlich dabei schwitzen und wirklich die Faszien spüren, ja, alles, wie sich alles dreht, wie sich alles komplett zieht, die ganzen Meridiane werden dabei gezogen und mit Energie gefüllt. Also man muss danach ziemlich wach sein, man sollte danach ziemlich wach sein, nicht müde, sondern eigentlich ist es so ein Pusher, am besten jeden Morgen. So, nächste Form. Wir atmen ein. So, das muss ich vielleicht kurz zeigen. Wir haben gleich die Hände hier hinten. Und wir klopfen, ja, wir klopfen mit dem Zeigefinger, schnipsen wir. So. Hier. Ja, da wo es noch weich ist, wo diese Kuhlen sind, vom Schädel, da was zwischen weich und hart, da klopfen wir. Okay? Und dabei machen wir Folgendes. Oh, ja, wir
Hände zuerst hier. Wir atmen ein. Schön strecken. Ein wenig nach hinten. Ausatmen, fest mit dem unteren Rücken. Und jetzt greifen wir hinten, schön die Ellbogen zur Seite. Und lösen. Schieben vorbei. Und öffnen, öffnen. Das ist eigentlich Schädeldecke. Vorstellen. Öffnen. Und dann. Jetzt gehen wir nach unten und dabei klopfen wir. Vielleicht einmal kurz schauen, bevor ihr da mitmacht. Wir gehen tief und klopfen. Klopfen, klopfen. So tief ihr könnt, fast schon in so eine Hocke. Dann strecken die Knie, wir bleiben nach unten. Klopfen, klopfen, klopfen. Und weiter klopfen. Und dann drücken wir uns nach oben, dann geraden Rücken. Dann greifen wir wieder hinten, schließen, schieben nach oben und mit dem Ausatmen kräftig ausatmen, rausschieben. Und tief. Das machen wir noch einmal. Ein bisschen diagonal und einatmen. Unten. Vorbei. Öffnen. Und tief klopfen. Knie strecken. Und nach unten tiefer. Und gerade Rücken hochkommen. Kreuzen wieder die Finger. Nach oben ein. Und kräftig ausatmen. Jawohl. Nächste Form. Zwei Hände. Und wir drehen aus. Der Drache. Wir atmen ein. Über diese Krallen. Vor. Stark nach vorne. Und gut, das ist eine Dehnung, die ihr von mir auch kennt, aber die Tendenz ist ein bisschen anders. Wir dehnen jetzt hier nicht so entspannt, sondern wir haben die ganze Zeit den Körper angespannt. Der Blick nach oben. Spannung durch den ganzen Körper führen. Die Krallen bleiben hier am Boden. Strecken. Spannung beibehalten. Zum Hochkommen. Und lösen. Entspannen. Auch hier wieder. Und Seite. Stellen. Wir starten wie immer mit links. Das war jetzt links. Das ist jetzt euer rechts. Und wir atmen. Wir atmen ein. Und der Blick nach vorne. Und Ausfallschritt nach vorne. Krallen bleiben hier, Blick nach oben, Spannung halten. Hinten strecken, Spannung halten. Und hochkommen. Letzte Form. Wir atmen ein. Wir gehen vorbei. Und die Arme, ein bisschen seitlich, schieben uns zum Boden. Gerade bleiben. Gerade Rücken. Nicht gestreckt.
zum Boden hin und der Blick nach vorne. Ja, wie beim Yoga, diese Vorwärtsbeuge, halbe Vorwärtsbeuge. Und aus. Nach links, Blick nach hinten, sagt man auch dazu. Blick nach hinten. Und aus. Blick zur anderen Seite. Und ein. Und Wirbel für Wirbel hoch. Ein. Abschluss atmen wir nochmal ein, dreimal. Und die Energie aus dem Kosmos, aus dem Universum führen wir durch unser Scheitelpunkt. Und zum Abschluss die Herren links und dann rechts. Die Damen rechts, dann links. Nicht vergessen, diese Lagunpunkte übereinander. Hier. So dass die Damen hier sind. Sind zwar entspannt, aber die können. Viele machen das so. Ja, die sagen, das ist falsch. Übereinander, schließen. Kennt ihr das? Wie so ein Vögelchen. So, das ist die Position. Und zu, rund. Wir sind Viertel. Runder Apfel, ne? So auf dem Boden. Im Klavierspielen hat man das so geübt. Ein Apfel hier und dann hat man das. Ja, so ähnlich ist es auch hier. So. Die Herren. Links, dann rechts. Neunmal im Uhrzeigersinn. Im Uhrzeigersinn, so wie die Uhr jetzt läuft. Das ist im Uhrzeiger. Also nicht auf die Uhr schauen, sondern die Uhr ist hier bei uns. Das ist die Uhr. Neunmal im Uhrzeigersinn. Neunmal gegen den Uhrzeigersinn und dann schließen, verankern im Bauchnabel. Die Damen umgekehrt. Neunmal gegen den Uhrzeigersinn und neunmal im Uhrzeigersinn und verankern. Damen rechts, dann links. Mhm. Augen ruhig schließen, zählt für euch. Und hier am besten 1 bis 2 Minuten bleiben oder noch länger. Und am besten wäre es noch in die Meditation hier zu gehen. Also sich hinzusetzen auf einen Stuhl oder einen Schneidersitz und eine Zeit lang zu meditieren. Das würde die Energie natürlich noch besser im Bauch machen. Und die Konzentration auch auf dem Bauch. Ich bedanke mich bei euch. Es ist auch wichtig, dann zum Schluss nochmal sich zu bedanken für alles, was euch wichtig ist. Ich glaube, gerade diese Zeit die zeigt uns, was uns wirklich wichtig ist. Familie, das Leben selbst, dass wir am Leben sind, dass wir auch jeden Tag genießen können. Und natürlich geht es vielen Menschen schlecht, andere sterben, aber ich denke, das Leben ist kostbar, das zeigt uns einfach diese Krise. Krise in Anführungszeichen. Für jemanden ist es eine Krise, für jemanden anderen ist es eine Chance. Es ist immer, ich denke mal, es ist nichts Schlimmes. Die Krankheit selbst ist ja nicht schlimm. Es ist immer nur der Kopf, der dabei ist, der das Ganze bewertet, der sagt, das ist was Schlimmes. Das ist etwas Gutes. Gut und schlecht ist wirklich, das entscheidet selber jeder. Ich denke mal, seid gesund. Wenn es euch jetzt gut geht, hoffe ich, bete ich für euch, dass es euch gut geht.
allen Wesen gut geht. Und ich glaube, diese Einheit. Uns sei gerade die Natur, dass wir diese Einheit brauchen, diese Ganzheit in der Einfachheit, sage ich mal. Es ist alles da, es ist alles in uns. Wir haben alles, was wir brauchen, haben wir in uns. Und dieses Bestreben nach außen, mehr zu haben. Man merkt gerade, dieses Mehr bringt uns auch nicht viel. Ja, bringt uns nicht mehr. Dieses Mehr haben bringt uns nicht mehr. Wenn wir unsere Familien vernachlässigen, wenn wir unsere Mitmenschen vernachlässigen, dann bringt uns das alles nichts. Jetzt müssen wir zusammenhalten. Jetzt ist es wichtig. Bleibt gesund. Bis bald.